Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und sie geht jetzt, glaube ich, gerade erstmal zu ihrem Konzert. Zumindest steht das hier. Weil sie jetzt doch nicht an ihren Hausaufgaben arbeitet, was ich ja eigentlich vorhatte. Aber das ist schon okay. Ich meine, das Konzert ist auch gut für sie. Ich meine, sie hatte jetzt halt, also es ist ja jetzt quasi ihr erstes Semester gewesen und so. Deswegen ist das halt schon krass. Und sie muss aber trotzdem noch halt auch ihre Hausaufgaben machen. Aber das kriegen wir schon hin, weil sie ist noch nicht so müde. Deswegen wird da schon alles passen. Spulen wir natürlich vor, weil es interessiert uns natürlich nicht, dass sie unterwegs ist. Wir lesen uns dann das gleich einfach durch. Dann geht sie einfach mal schnell duschen noch. Und dann macht sie ihre Hausaufgaben. Ich bin froh, dass sie am Konzert von Michelle Bunch war. Ihre Stimme ist so schön, ich war so nah dran, dass ich sogar das Weiß in ihren Augen sehen konnte. Alles klar. Okay, was haben wir nochmal als erstes? Wir haben zuerst Einführung in die Makroökonomie. Dann machen wir das auch zuerst. So. Ich vergesse immer, dass sie so eine dunkle Stimme hat. Ich dachte, ich hätte ihr eine höhere Stimme gegeben. Aber scheinbar ja nicht. Das, ne? Also ich meine, ich achte auch nicht unbedingt so sehr darauf, was für Stimmen ich den Sims gebe, weil die halt, also kam für mich das nicht so ausschlaggebend, ehrlich gesagt. Also in Sims 3 habe ich da mehr drauf geachtet noch, weil da konnten die Sims auch noch noch nerviger klingen, finde ich. Deswegen, ja. Wenn das hier irgendwer sieht, könnt ihr mir sagen, ob ihr auf die Stimmen achtet, wenn ihr Sims erstellt? Also, also ich tue es auf jeden Fall nicht so. So, sie geht in den Gemeinschaftsraum und, okay, viel Spaß. So, dann macht das mal. Was lernt sie nochmal dabei, wenn sie das jetzt macht? Weil da steigt ja ein Level. So, ich bin ja nicht blind. Wahrscheinlich Logik? Also zumindest passt das vom Balken her am ehesten, oder? Ich gehe davon aus, dass es einfach Logik ist. Ja. Okay, da haben wir den Beweis. Es ist hochgegangen von 27 auf 28%. Gut. Dann mach mal. Wer bist du denn? Das ist Dante Pasang. Rede mal mit ihm, kurz, also weil, warum nicht? Über Lehrbuchkosten beschweren, da bin ich dabei auf jeden Fall. Ich überlege, ob wir nächstes Semester nicht in ein Studentenwohnheim gehen, tatsächlich. Weil ich habe das Gefühl, dass das sonst zu teuer wird für uns. Ganz ehrlich. Also ich meine, man könnte ja auch einfach nur was, also gucken, ob wir halt wieder in unsere Wohnung kommen. Ich weiß ja nicht, ob man da einfach wieder zurückgehen kann oder ob man jetzt quasi umgezogen ist, in Anführungszeichen, und dann, das ist halt jetzt so die Frage. Ich weiß halt nicht, wie das läuft, ne? Also ich bin mir wirklich unsicher, ob das dann halt so überhaupt so funktioniert, deswegen, ja, muss man halt sehen, ne? Es wäre halt doof, wenn das so wäre, weil also wenn wir die Wohnung nicht mehr hätten. Weil eigentlich, wir haben ja jetzt die Wohnung extra geholt, so, ne? Und es wäre halt schon cute, wenn wir da halt einfach wohnen könnten. So, und dann geht sie jetzt auch schlafen. Um 3 Uhr nachts. Ich denke, das ist das Studentenleben, von dem alle immer reden. naja, gute Nacht. Wir haben halt kaum Geld und wir müssen das ja alles zurückzahlen noch. Also, wie gesagt, ich weiß gerade nicht, ob wir das noch zurückzahlen müssen oder ob ich direkt bezahlt hatte, aber ist halt immer so eine Sache, ne? Ich hoffe einfach, dass das alles wird. Und warum geht es nicht schnell vorüber? Weil die anderen nicht schlafen? Ist halt schon irgendwie bescheuert, weil, okay. Ich wollte schon sagen. Lektion ehrgeizig, ja. Dass sie ehrgeizig ist, weiß ich. Ich meine, ich habe sie erstellt. So. Wann fängt das an? In 3 Stunden erst, also um 11. Okay. Dann kann sie auf jeden Fall noch was essen, wenn wir hier was zu essen haben, ist halt so die Sache, ne? Aber ich glaube, wir haben hier gerade gar nichts. Dann kann sie vielleicht doch nichts essen.
Oh, Post? Oh, oh. Hä, aber da stand, dass wir Post bekommen haben. Die Abschlussprüfung ist in einer Stunde, vielleicht noch Zeit zum Büffel. Hä, wie dumm. Da steht so, Post bekommen und dann kriege ich die Post nicht. Excuse me. Pauken für die Prüfung. Und dann die Abschlussprüfung steht vor der Tür. Was? Elaine ist mit den Nerven am Ende. Oh nein! Girl! What are you doing? Du darfst nicht unwohl. Die darf nicht unwohl sein. Weißt du was? Sie kann ja nochmal Musik hören oder so. Hör nochmal Musik. Warte hier, zuhören. Und dann hörst du nochmal Blues. Für ein paar Minuten. Weil vielleicht. Ach, das macht es nicht besser. Es reicht nicht. Weil es nur plus eins ist. Ach, scheiße. Es tut mir leid. Aber. Wir können jetzt leider nicht viel dagegen mehr tun, ne? Wir haben halt die Hausarbeiten auch immer nur gemacht, also wir haben noch nicht anderes gelernt. Das ist halt immer auch so eine Sache, ne? Ach, naja, ich wünsche dir viel Erfolg. Kann ich sagen, wie sie arbeiten soll? Bei Prüfung schummeln, im Unterricht schlafen? Nein, nein, nein. Nur teilnehmen, bitte. Okay. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Oh, bitte. Lass sie es einfach schaffen. Letzter Unterrichtstag ist immer so eine Sache. Do it. Und dann, wenn sie zurückkommt, muss sie auf jeden Fall was essen. Und dann muss sie ihre Fähigkeiten, also hier die Hausaufgaben am besten noch machen. Weil sonst ist es ein bisschen schlecht. Okay. Also für sich eingereicht in dem Kurs so viel Wissen wie möglich aufgesaugt. Ihre Bemühungen werden sich bei der Endnote für den Kurs ganz sicher auszahlen. Das hoffe ich mal. Hallo? Das Essen. Supi. Dann isst das mal. Und dann musst du nochmal, also dann mach am besten das hier noch. Und dann, ja. Genau, saug nochmal ein bisschen Spaß auf. Brumm, brumm. Ach, sie hat immer noch ihre Ohrhörer drin. Naja, ist ja auch okay. Warte, wir schalten die mal aus. Weil ich glaube, das braucht sie gerade nicht mal. So. Also ich meine, wenn wir in die Wohnung zurückgehen, dann wären wir halt wieder in Sameshuno. Aber wir können ja trotzdem immer hier hingehen, also regelmäßig. Weil ich meine, wir haben ja hier auch Freunde und so, ne? So. Es beginnt in einer Stunde, scheiße. Das wird ein bisschen knapp, oder? Ich glaube, das schafft sie nicht. Wann fängt es an? Oh, oh, oh. Nein, nein, das machst du jetzt nicht mehr. Du gehst jetzt direkt zum Unterricht. Oh, oh, nee. Weil das ist gerade wichtiger als die Hausaufgaben an sich. Bin ich jetzt der Meinung. Ach, bitte, bitte schaff es einfach. Besuch deine Vorlesung, excuse me. Das ist die Abschlussprüfung, excuse me. Das ist nicht nur eine Vorlesung hier. Ich habe ein bisschen Angst. Aber ich glaube, das ist auch normal. Also ich meine, es ist zwar nur Sims und so, aber ich möchte natürlich, dass mein Sim hier krass dabei ist im Leben und so. Und ja, es ist gleich vorbei. Um den Kurs mit einer respektierten Observation hat man eigentlich schon den Schein proaktiver gelernt zu haben. Okay, mal gucken. Jetzt ist halt noch, ne? Wir können ja Olivier einladen. Und dann können wir mit ihm einfach mal ein bisschen quatschen. Über das, was jetzt so heute so war und so und ja, ne? Dass das sehr anstrengend war für uns. Und ja, hello. Wir umarmen ihn natürlich erstmal, weil it's a friend of ours, so. Macht das, ist das überhaupt Englisch? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich doch nicht aus. Mal ein bisschen schneller fahren, wie wär's so? Brumm, brumm. Sieht jedes Mal einen anderen Helm auf, ne? Bescheuert.
Was wünscht sie sich? Eine Bienenkiste, ja. Warum wollen alle meine Sims mal Bienenkisten haben? Hört doch auf. Niemand will eine Bienenkiste haben. Im echten Leben. So, hello, my dude. Und dann über sonniges Wetter erstmal sprechen, hier nach Tag fragen, weil wir nett sind. Und dann, ja, drücken wir Bewunderung aus. Yay. Wohnungsschlüssel geben? Nee. Das machen wir nicht. Also ich meine, das ist halt auch ein Studentenwohnheim. So. Das ist immer was anderes. Ich glaube nicht, dass ich das da machen würde unbedingt, weil die anderen würden das wahrscheinlich auch nicht wollen. Dass halt Leute einfach random immer vorbeikommen. So, dann können wir noch dramatische Geschichte erzählen. In der Klausur war das nicht so gut. Ups, da sind Dinge passiert. Also Fotos teilen. Weil Freunde machen das halt. Oh. Yay! 1 minus, 1 plus, 1 plus und 3. Ey, das ist doch voll okay. Ich bin stolz. Ja. So, möchtest du dich für ein weiteres Semester einschreiben? Es wird Zeit, sich für den Unterricht an der Einrichtung Universität von Brightchester anzumelden. Wenn du noch nicht für ein weiteres Semester angemeldet bist, kannst du das am Telefon oder Computer tun. Wenn du dich jetzt nicht anmeldest, verlierst du deine aktuellen Stipendien. Ja, ich möchte mich anmelden. Ich möchte diesmal nur 2 Kurse haben. Ja, das dauert dann zwar länger, aber ja, das ist mir, glaube ich, lieber. Ich muss noch 8 Kurse, aber ja. So, jetzt ist, dann steht da, wo ich gerade bin. Also ich könnte natürlich auch hier bleiben. Nur das Ding ist, ich würde eigentlich lieber wieder in meine Wohnung, also was Eigenes haben. Ich weiß aber nicht mehr, welche Wohnung ich hatte. Wenn ich ehrlich bin. Aus Haushaltskasse bezahlen? Ja, wenn wir das können, tun wir das. So. Soll ich die Sachen packen, bevor sie auszieht? Das werde ich auf jeden Fall tun, denn der hier ist unser. Und das hier ist auch unser. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Wir können die halt mitnehmen. Ist halt die Sache. Wir ziehen ja eh hier von hier weg. Und ich verkaufe die jetzt einfach. Weil ich brauche das Geld. Das ist ganz wichtig. Weil wir haben nicht so viel Geld. Und ja. Ist hier noch irgendwas? Da ist irgendeine Notiz. Okay. Lies die ruhig mal. Ist hier sonst irgendwas noch, wo ich sagen würde, ja. Wir sind gute Freunde geworden. Oh. Da ist nur ein Buch noch. Okay. Sieht aber alles gut aus. Ja. Bitte mach mich sauber, damit ich weiß, dass ich dir nicht egal bin. Nein, ich stehe nicht. Nein, nicht einfach auf den Boden stellen, Monster. Liebes Geschirr, das du so eben benutzt hast. What? Aber wir sind fertig. Wir sind durch. Warum ist das da? Excuse me, das wollte ich nicht. Warum ist das jetzt auf einmal da vor allem? Das war doch eben nicht, oder? Auch wenn das die ganze Zeit da war, dann war ich nicht. Das wäre doof, weil ein schwarzer Balken ist kein guter Balken. So. Jetzt ist die Frage, kommen wir da wieder rein? Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie einen Nebenjob oder so. Waren wir hier? Das kann ich mir nicht leisten, okay. Wo war ich denn, ist die Frage. Ich weiß es nicht mehr. Nein. Wir hätten auf jeden Fall was Kleines. Wo waren wir denn? Wo gibt's denn kleine Sachen? Hier anscheinend ja nicht. Waren wir hier? Das können wir uns auch alles einfach gar nicht leisten. Das könnte ich mir auch alles nicht leisten, oder? 300 bis 600. Das ist ein bisschen kritisch, weil ich weiß nicht, wie ich... Komme ich da rein?
Schaffe ich das? Ich kann ihn ja rauswerfen, oder? Ich werfe ihn raus. Weil ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist unsers. Also, wo wir vorher waren. Weil es ist leer. Und, ja. Ich denke, dass das unsers war. Deswegen werde ich sie rauswerfen, weil das ist meine Wohnung. Hallo? Excuse me? Das akzeptiere ich nicht, dass hier einfach irgendjemand ist und sich denkt so, ja... Nein... Vielleicht... Aber auf jeden Fall, ich möchte jetzt erstmal wieder in der eigenen Wohnung wohnen. Das ist vielleicht besser. So. Der Weihnachtsmann wohnt ja anscheinend auch. Cool. Ich würde mein Geld aber auf jeden Fall wieder runtersetzen, weil das sehe ich nicht ein, dass ich jetzt so viel habe. Wir können es ja auf 500 runtersetzen. Einfach, dass uns irgendwie unsere Familie noch was gegeben hat oder so. Jetzt wieder, dass wir wieder alleine wohnen oder sowas, keine Ahnung. Also, weil 350 natürlich und so ist halt, keine Ahnung, hatten wir 500? Ich glaube sogar, ne? Ach, keine Ahnung. Wir machen jetzt einfach 500, damit wir uns auf jeden Fall ein Bett leisten können. Das ist erstmal wichtig. Essen können wir uns ja kostenlos in der Kantine holen. Ja. Punkt. Dann nehmen wir uns hier so ein Studentending. Hier, das finde ich eigentlich ganz süß. Das nehmen wir. Und das kostet 400. Ach, du Heilige. Das wusste ich nicht. Dann müssen wir leider eine... Wir nehmen Teenie, Träume unbehagen gemildert. Das ist auch okay, denke ich. Zumindest erstmal. Sie muss auf jeden Fall einen Nebenjob annehmen, weil sonst kommen wir hier nicht klar in unserem Leben. Ein Klo wäre auch nett. Können wir uns aber leider nicht leisten. Das ist nicht so gut. Dann müssen wir das halt irgendwo anders machen. Ist halt die Frage, gibt es irgendwo, wo dann halt öffentliche Duschen und sowas sind? Warte, was ist das günstigste? Das ist, die kostet 300. Wenn ich die jetzt kaufe, was für Betten kann ich mir? Ich kann mir gar kein Bett mehr kaufen. Bruder, kann ich mir ein Sofa leisten oder so? Weil sonst würde ich mir halt wenigstens erstmal sowas hier holen, dass sie wenigstens darauf einfach mal schlafen kann. Auch wenn es nur Nickerchen sind und das halt sehr, sehr nervig ist, aber, ja. Vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Aber, was soll ich tun? So, um wie viel Uhr habe ich denn im Unterricht? Von 15 bis 6:30 und von 9:30 bis 10:55. Gut, dann gucken wir mal. Job suchen. Da müssen wir eine Präsentation halten. Oje. Das auch noch. Wir müssen hier noch die Sachen aus dem Dings, können wir noch aufstellen, aber das war's dann auch schon wieder, ne? außerschulische Aktivitäten. Oh, wie süß, das ist jetzt auch extra eingeteilt. Das ist schön. So, 9 bis 13 Uhr, 18 bis 22 Uhr, das ist gut. Ja, das ist gut für uns. Das nehme ich, das passt bei uns hier rein, in unser Dingens. 18 bis 22 Uhr, genau. Supi. Dann fangen wir da an. Müssen wir dann halt wohl, ne? Weil wir kommen sonst wirklich nicht an Geld. So, wir haben kein Klo. Aber, weil wir in Samashuno sind, vielleicht haben wir Glück, dass hier irgendwo ein öffentliches Klo ist. Was natürlich sehr nervig wäre. Aber, es wäre zumindest irgendwas. Hier ist ein Klo. Oh mein Gott, das ist ein Klo. Es wäre so schlimm gewesen, wenn wir kein Klo gehabt hätten, ne? So, wir haben leider jetzt auch keinen Schreibtisch für unseren PC. Den müssen wir dann halt immer mitnehmen in eine Bibliothek oder so. Das ist das Zulassungsbescheid. Hier kommt noch unser Spiegel hin, weil yay und so. Das stellen wir auch schon mal hin. Wir haben nicht mal Lichter, oder? Oh mein Gott, wir haben nicht mal Lichter. Ich weine gleich. Wir haben noch den Saftkrug. Der bringt uns 120. Das heißt, es lohnt sich jetzt nicht so krass, dass ich sagen würde, wow. Man kann die halt, glaube ich, verkaufen, aber eigentlich sind die gar nicht mal so bad. Deswegen bleibe ich da erstmal bei, würde ich sagen. Und ja, sie steht jetzt wieder mitten im Leben hier, ne?
Das ist halt immer so eine Sache, ne? Das Kayla Fleming. Was macht sie? Trinkgeld geben? Nein, du hast kein Geld. Du, ich hasse dich. Naja, immerhin hat sie einen guten Notendurchschnitt, nämlich eine 1-. Naja, da muss sie halt hier noch dann das alles fertig machen bis morgen. Aber es wird schon irgendwie klappen oder so, denke ich mal, hoffe ich. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!